Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Forever Stranded hier auf meinem Kanal. Mich lässt das mit den Wegpunkten immer noch nicht in Ruhe. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Wir speichern einfach mal Planet aus. Ich weiß nicht, was das ist. Speichern. Ändern Planet an. Speichern. Nee. Das speichern. Vielleicht auch alles an. Overworld an. Deep Dark an. Planet an. Nether an. Nee, auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Leider. Ich habe keine Ahnung, warum nicht das funktioniert. Das beschäftigt mich, Mensch. So, was wir aber machen wollten, ist hier Lava ins Water Barrel. Perfekt. Und dann hier Glowstone Staub rein. So, das ist jetzt hier Endstein. Endstein brauchen wir unbedingt hier für... Mach das Ding mal aus. Aus. Danke. Bauen wir für die Produktion von Enderperlen. Wir haben die Möglichkeit, Enderperlen zu bekommen. Wir werden hier mal Endstein reinschmeißen und die Enderlily hier reinpacken. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier auch mit arbeiten kann. Ich versuch's mal. Nee, passiert nichts. Okay. Das heißt, das können wir uns knicken. Wie sieht es hier drin aus? Hier drin sieht es relativ gut aus, so wie es aussieht. Okay. Er sieht eigentlich relativ gut aus, ne? Okay. Gut, dann können wir jetzt mit der Produktion der Metalle hier fortfahren, ne? Mhm. Ja, das können wir. Weil wir brauchen hier viele, viele Metalle. Das ist das Problem. Mhm. Und, ja gut, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier Enderperlen zu bekommen. Nach und nach. Dauert eine ganze Weile, das ist klar. Aber ich möchte so langsam, aber sicher auf Solarenergie gehen. Solarenergie wäre natürlich wichtig. Beziehungsweise, ich möchte die Zähne überhaupt nicht versuchen. Nee, versuchen wir auch nicht. Ich möchte, obwohl die Zähne ist eigentlich gar nicht mal so... heftig, was das angeht. Beziehungsweise wir brauchen trotzdem Quarzglas, ne? Das wäre erleuchtetes Quarzglas. Wir hätten zumindest die Möglichkeit zu sagen, ich weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Hierfür brauchen wir Redstone, Gold und Glowstone, Staub. Beziehungsweise hier wie Band Alloy brauchen wir definitiv Enderperlen für, ne? Ja, den Gustig und alles kann man finden, das ist klar. Molten, we want alloy. Induktionsschmelzerei. Energetisierte Legierung und eine Endeperle. Das ist klar. Ja, klar. Das ist auch klar. Und energetisierte Legierung brauchen wir hier das wieder, ne? Und hier für das Pulsating Iron brauchen wir auch hier Enderperl. Das heißt, wir bräuchten eigentlich für die fortgeschrittene Photovoltaikzelle, die eigentlich in dem Sinne die beste wäre, weil wir die erweitern können auf die Vibrant-Photovoltaik. Müssten wir eigentlich hier... Ach, Leute.
Das kostet uns so viel Material, das ist richtig heftig. Vor allem, wir brauchen Strom ohne Ende. So, wir hätten aber den Reaktor. Das ist schon mal eine fantastische Sache. Und wir werden wohl jetzt auch gucken, dass wir dementsprechend auch hier Seesand produzieren. Das ist auch klar. Wir müssen Seesand produzieren, damit wir Quarzglas bekommen oder Netherquarz bekommen. Ne? Netherquarz brauchen wir für Quarzglas, klar. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, beziehungsweise hin und her gerissen, was wir als erstes machen, beziehungsweise wie wir das als erstes angehen werden. Wir müssten eigentlich ein bisschen Monster klatschen. Eigentlich das definitiv. Aber wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir mit den Sachen hier vorankommen. Ne? Das ist das Problem. Womit fangen wir am besten an? Ne? Das ist ja, doof. Strom. Stromproblem müssen wir lösen, Leute. Tageslichtsensor brauchen wir. Netherquarz, wir brauchen Glas, wir brauchen das. Tageslichtsensoren sind in dem Sinne eigentlich gar kein Problem. Die können wir eigentlich relativ gut selber bauen oder selber machen. Das wollen wir mal versuchen. Dafür bräuchten wir nur jede Menge Strom. Und Strom ist unser Problem, ne? Also. Ja, ich schließ den Dings da mal an. Wir brauchen definitiv Strom, Leute. Wir müssen gucken, dass wir an Strom kommen. Redstone-Fackel brauchen wir. Beziehungsweise Redstone-Fackel brauchen wir, glaube ich, nicht, wenn wir die Leitung kappen wieder. Das wäre eine Möglichkeit, aber wir haben eine Redstone-Fackel, das ist schon mal gut. Das ist schon mal fantastisch, Leute. Das packen wir weg, das packen wir weg. Das packen wir weg, das und das und ja, gut. Haben wir noch Sand? Ist jetzt die Frage, ob wir noch Sand gerade auf Tasche haben. Placeable Sand Layer? Nein. Hier hätten wir noch Sand. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sand wir brauchen für eine Photovoltaikzelle. Hierfür brauchen wir definitiv kein Quarz. Das ist schon mal richtig. Hierfür brauchen wir auch kein Quarz. Ne? Das ist auch richtig. Wir brauchen hierfür Quarz. Drei Stück. Wir brauchen hierfür Quarz insgesamt vier Stück. Das zweimal, also acht Stück plus die drei wären 11 Netherquarz. Doppelschichtkondensator. Dafür brauchen wir diese hier. Das ist auch relativ einfach eigentlich. Kohlepulver. Da müssten wir auch nochmal was machen. Das ist aber auch nicht das Problem. Und die energetisierte Legierung wieder. Das ist auch nicht das Thema. Das heißt, wir bräuchten insgesamt 11 Netherquarz für eine fortgeschrittene Photovoltaikzelle. Das heißt, wir holen uns 11 Sand. 11 Sand hätten wir. Das ist in Ordnung. Gut, dann machen wir mal hier Folgendes. Ich platziere jetzt mal den Sand. Und wir können hier das Ding mal anschmeißen. Passt auf. Fulls. Okay, wären schon mal vier. Vier hätten wir schon mal. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf. Reicht. Danke. Das reicht mir schon, ne? So, jetzt bräuchten wir wieder natürlich Lava für die Dings hier, für die Energie,
war hier leer wieder, ne? Alter Falter. Wir brauchen so viel Energie, das ist Wahnsinn. Heftiger Wahnsinn, ne? Aber gut, kriegen wir irgendwie gedeckelt. Ich weiß jetzt gerade nur nicht wie, ne? Das ist das Problem. Ach Leute. Also das funktioniert zumindest schon mal. Das ist schon mal gut. Wir haben jetzt 11 Seelensand. Das müssen wir jetzt 7 zu Netherquartz. Das bedeutet 7, 7, 7. Ich bräuchte jetzt ein Sieb aus Eichenholz, Brettern. Da haben wir, glaube ich, nicht genug. Das heißt, wir machen uns neue Eichenholzbretter. Und wir brauchen Stickies. Stickies haben wir, glaube ich, noch auch nicht mehr wirklich genug. Ne? Perfekt. Dann haue ich mal Stickies dran. Da und da, beziehungsweise da und da. Beziehungsweise da. Genau. Jetzt müssen wir schauen, dass wir natürlich ein Sieb bekommen. Wo platziere ich das mal, das Ganze? Mache ich mal hier. Danke. Jetzt brauchen wir noch ein Sieb. Ein Mesh. Da haben wir eins. Brauchen wir auch wieder ein neues bald. Und dann sieben wir hier mal den Seelensand. Mal gucken, wie viel Seelen, Netherquarz wir bekommen aus 8 Seelensand. Bzw. aus 11 Seelensand hatten wir, ne? Weil, wenn man einzeln siebt, ist das 1 zu 1 oder müsste das 1 zu 1 sein. Wenn man das als Compressed Seelensand siebt, hat man, glaube ich, 1 oder 2 Netherquarz Verlust. Geht natürlich deutlich schneller, aber man hat etwas Verlust. Und das will ich jetzt gerade bei Netherquartz eigentlich nicht. Weil wir brauchen das Zeug. Ganz dringend sogar. Ja, die Enderlilie wächst. Ne? Das ist schon mal gut. Die Enderlilie wächst. Ich hoffe, dass wir bald auch hier eine Enderperle rausbekommen. Das wäre fantastisch. Aber ja, gut. Sagen kann ich dazu nichts, ne? Hede ist am 7, das ist schon mal gut. Haben wir nochmal hier Eisen, zerbrochenes Eisenerz. Haben wir auch noch wieder was. Könnten wir theoretisch schmelzen. Ich würde es jetzt auch kommen, lassen wir erstmal drin, machen wir es erstmal anders. Wir brauchen so viel Rohstoffe eigentlich, das ist Wahnsinn. Wir müssten schauen, dass wir erleuchtetes Quarzglas machen. Das machen wir, indem wir Glowstone-Staub und Netherquarz schmelzen, ja. Das heißt, wir bräuchten Glowstone-Staub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 8 Netherquartz, genau. Dann könnten wir das zumindest schon mal machen. 1, 2, 3, 4 plus 1, 2, 3, 4. Das können wir schon mal machen. Und dann hier nochmal 4, bzw. 1, 2, 3, 4. Erleuchtetes Quarzglas haben wir zumindest jetzt schon mal 2 Stück. Perfekte Sache. Das heißt, darum brauchen wir uns jetzt erstmal nicht mehr kümmern für die fortgeschrittene Photovoltaikzelle. Das ist schon mal klasse. Wir brauchen dann eine zweite, ne? Hm. 8 Enderperlen insgesamt, alter Falter. Ja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Kostet ein bisschen Zeit, aber kriegen wir hin. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, Leute. Wir brauchen so viel Strom eigentlich hier. Also so viel Zeug.
Das ist heftig ohne Ende. Lapis Lazuli kriegen wir ohne Ende. Das ist nicht das Thema, ne? Aber Problem ist halt Energie. Ich klemme das irgendwie ab. Da, Spitzhacke. Da haben wir zumindest hierfür mehr Strom, ne? Auch wenn es nicht wirklich reicht, das ist das Problem. Ja. Das ist so das Problem, was ich gerade sehe. Mit dem Strom. Aber gut, müssen wir durch. Ist Anfangssache. Enderperlen bräuchten wir auf jeden Fall. Wir bräuchten das Ender. Oder den Ender. Das Ender, der Ender. Der Ender. Das wäre das hier. Bräuchten wir Dunkelstahl und einen Stock. Dunkelstahl machen wir aus Eisenbarren, Obsidian und Kohlestaub. Kohle kriegen wir, Kohlestaub kriegen wir, indem wir so eine Handmüll, Müll. Genau. So eine Handmüll. Schüsselstone. Ich weiß nicht, ob das mit Stein passt. Müsste mit Stein sein, theoretisch. Und dann bräuchten wir dafür noch ein Ding. Aber das kriegen wir auch hin. Planken bzw. Bretter und Stickies. Bretter und Stickies. Das ist nicht das Problem. Das versuchen wir einfach mal. Müssen wir sowieso versuchen, ne? Stickies. Und Bretter. Sollten wir eigentlich genug da haben. Das machen wir mal zusammen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Das hier rein. Dann haben wir zwei Stück davon. Dann brauchen wir hier Stein. Stein. Das finde ich fein. Wie viel Stein haben wir? 43. Ich hoffe, ich habe jetzt genügend rausgenommen. Ja, habe ich. Das heißt, wir bräuchten das hier. Und das hier. Dann haben wir schon mal die Millstone. Das ist schon mal fantastisch. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch was anderes. Und zwar Stickies. Stickies ist aber nicht so das Problem. Was war das hier? Achso, ein Knopf. Stickies sind aber nicht das Problem. Da können wir noch ein paar von machen. Und dann müssten wir die, glaube ich, innerhalb von dem genau daran legen. Dann haben wir hier eine Holzkurbel. Und da müssen wir jetzt hier mit Kohle arbeiten. Holen wir ein bisschen Kohle, machen wir schon mal ein bisschen fertig. In der Handmüll, ne? Millstone. Nee, Moment, das ist nicht das, was ich dachte. Nee, das ist was anderes, was wir brauchen, ne? Ah. Wie hieß denn das? Nicht Millstone. Das brauchen wir die Gearbox für, ne? Nee, das ist nicht das, was ich eigentlich dachte. Wie hieß das nochmal? Müll. Pulver. Kohle. Pulver. Holzkohlestaub. Maserator? Nee, das ist auch nicht das. Ich hätte gern Brecher. Nein, auch nicht Brecher. Ich hätte gerne. Da gibt es also in so ein Gerät mit Holzkurbel. Quarzmühlstein. Genau, den Quarzmühlstein. Den bräuchten wir.
Die bräuchten wir aber. Ja, okay. Quarz, Mühlstein. Da bräuchten wir Zertusquarzkristall für. Da hätten wir Stein und Bruchstein. Das kriegen wir auch hin. Das ist nicht so das Schwere. Dafür brauchen wir Zertusquarzkristall, Stein. Stein haben wir, aber nicht genug. Moment. Bruchstein. Stein. Bruchstein. Und Zertusquarzkristall. Dann nehme ich mal den normalen für. 1, 2, 3. Dann hätten wir hier den Quarzmühlstein. Genau, den brauchen wir. Ich habe viel zu viel an Zeug dabei. Alter Falter. Den und da Hebel. Danke. Und da packen wir jetzt die Kohle rein und dann kurbeln wir mal. Ne? Kurbeln ohne Ende. Wenn wir reingucken, wird die Kohle jetzt im Prinzip gemahlen. Eine. Und wird zu pulverisierte Holzkohle. Es ist jetzt die Frage, ob wir das verbrauchen für Moment. Wie war das? Solar, ne? Solar. Wir bräuchten hier das hier pulverisierte Kohle. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch funktioniert mit Holzkohle. Das ist jetzt die Frage. Ansonsten müssen wir einfach mal Kohle pulverisieren. Da hätten wir auch was von. Können wir beides mal versuchen? Ne? Da können wir beides echt mal versuchen, Leute. Das ist nicht das Thema. Ob Holzkohle oder Kohle, das können wir gerne mal versuchen. Jetzt bräuchten wir dann anschließend die energetisierte Legierung. Dafür bräuchten wir aber wieder Glowstone-Staub, Redstone-Staub und Goldbarren. Goldbarren ist nicht das Thema, aber die Stäube sind das Problem aktuell. Und darum müssen wir jetzt arbeiten. Ne? Und die Leistung ist wieder aus. Oh, Leute. Ununterbrochen Strom. Ist das so ein Problem, Leute? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, wie wir das sonst lösen können auf die Schnelle. Wir müssen an der Solarplatte arbeiten, Leute. Weil sonst wird das nichts. Wir haben auch keine andere Möglichkeit, hier mit Dings zu arbeiten, ne? Was hätten wir noch? Kohlegenerator. Produziert aber auch nicht wirklich viel. Blätteressender Generator, Solargenerator, das ist so nicht das Wahre. Verbrennungsgenerator, Stirling-Generator, Stirling-Generator, Decoration Block, Zombie-Generator. Fetter der Fahrrad oder was? Okay, dafür Flüssigkeitstank, dafür brauche ich viel zu viel Metall. Nee, das kann ich mir nicht leisten, zumindest aktuell nicht. Glas, Eisengitter, Eisenbarren und das zweimal plus die Maschinen. Nee, das ist mir zu teuer, Leute. Das ist mir um einiges zu teuer, Leute. Endergenerator, nein. Dischantmentgenerator, auch nein. Speed Modifier. Explosive Generator, Frosty Generator, Furnace Generator. Slimy-Generator, Potion-Generator, Pink-Generator.
Biogenerator, nee, das ist alles nicht so das Waren hier, ne? Das ist alles nicht so das. Ja, toll. Lava-Generator, nein, auch nicht. Kulinäre-Generator, Energie-Generator. Alles nicht so wirklich das Wahre hier, ne? Holzgenerator, Steingenerator. Das ist auch nicht das Wahre. Kohlegenerator. Kleine Batterie, dafür bräuchten wir Eisen, Zinnplatten. Die haben wir aber auch nicht möglich zu machen. Weil dafür bräuchten wir wieder hier handbetriebenes Walzwerk und dafür bräuchten wir hier Bronze, Zahnrad und alles. Kiwi-Kolben und. Na, Leute. Das ist nicht normal. Für mich kommt eigentlich nur in Frage Solarplatten. Und daran möchte ich eigentlich auch relativ gerne festhalten. Wir brauchen dafür aber 4 Enderperlen, Leute. Für eine. Und die erste Enderperle wächst. So langsam, aber sicher, aber sie wächst. Ich hoffe, dass wir dann noch mehr von den Pflanzen bekommen. Das wäre natürlich fantastisch. So, in der nächsten Folge geht's weiter, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin erstmal. Servus und tschüss.